Direkte Demokratie bedeutet, nicht die Politiker im Parlament entscheiden über eine Sache, sondern alle stimmberechtigten Bürger. Das nennt man einen Volksentscheid oder auch einen Plebiszit. Entstanden ist die direkte Demokratie im alten Griechenland. Stimmberechtigt war allerdings nur eine Minderheit der Gesamtbevölkerung. Frauen beispielsweise durften gar nicht abstimmen. In Deutschland gibt es auf Bundesebene keine Volksentscheide, dafür aber auf Länderebene. Denn in allen 16 Bundesländern sind Plebiszite in die Verfassungen aufgenommen. Und wie läuft so ein Plebiszit ab? Am Anfang steht das Volksbegehren. Dazu ist erstmal ein Antrag nötig. Und der muss in Bayern von mindestens 25.000 Stimmberechtigten unterschrieben werden. Jetzt prüft das Innenministerium, ob das Volksbegehren zulässig ist. Wenn ja, müssen sich innerhalb von 14 Tagen mindestens 10% der Stimmberechtigten im Rathaus oder in ihrer Gemeinde in Unterschriftenlisten eintragen. Gelingt das, muss der Ministerpräsident das Volksbegehren dem Landtag vorlegen. Der hat jetzt drei Möglichkeiten. Erstens, er bestreitet die Rechtsgültigkeit des Volksbegehrens. Dann kann dagegen prozessiert werden. Zweitens, er nimmt den Gesetzesentwurf des Volksbegehrens unverändert an. Drittens, er lehnt ihn ab. Dann wird er dem Volk zur direkten Abstimmung vorgelegt. Lehnt er ihn ab, kommt es innerhalb von 3 Monaten zum Volksentscheid. Jetzt können alle Stimmberechtigten mit Ja oder Nein über den Gesetzesentwurf abstimmen. Angenommen ist der Volksentscheid, wenn er mehr gültige Ja- als Nein-Stimmen erhält. Eine einfache Mehrheit also genügt.